Hey ho, meine Lieben. Erste Video in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt. Ich bin immer noch nicht fit, also mich hat immer noch die Grippe im Griff und deswegen habe ich beschlossen, kein Grillvideo zu machen, nichts mit Lebensmitteln, sondern ich mache heute den ersten Teil sozusagen von meinen V-Pin-Videos. Tja, also wie gesagt, kein Grillvideo, wem es nicht gefällt, wem es nicht passt, bitte jetzt abschalten, weiterklickern, fertig, Thema erledigt. Die Lästereien könnt ihr euch sparen. V-Pin, was ist ein V-Pin? Ein virtueller Flipper. Ich blende euch am besten schnell ein paar Bilder ein von Lunzer Seminar, wo ich war, wo ich das Ding das erste Mal gesehen habe. Ja, und danach machen wir weiter. Jetzt. Ja, ganz genau. Wird es was bei dir? Ja, das ist zu langsam. Ich glaube, der braucht ein bisschen Prügel. Tja, Leute, das Flipperchen sieht so von innen aus. Ja, aber schön gemacht. Aber wie macht er das? Rechner, Subwoofer, Schütze für die Realistik. Hammerhart. Einfach nur brutal geil. Ich glaube, ich habe ein neues Bauprojekt. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, was ein V-Pin ist. Ein virtueller Flipper. Das Ding reagiert oder fühlt sich an wie ein echter und ja, ich war so begeistert, ich musste mir da oder muss mir einfach selber einbauen. Mittlerweile habe ich eigentlich alles zusammen, was ich benötige. Nicht in der Größe, wie er auf dem Lunzer Seminar war. Die haben einen 43 Zoll Bildschirm gehabt als Spielfeld. Ich habe nur einen 32 Zoll Monitor, aber auch einen 4K. Hat natürlich auch mit dem Platzbedürfnis oder Platzverhältnissen zu tun. Ganz klar, braucht wesentlich weniger Platz zum Hinstellen als ein großer. Ob er so viel Spaß macht wie ein großer, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Des Weiteren habe ich als Monitore für hinten einen alten Hans G genommen. War noch übrig, war noch rumgestanden mit 23,6 Zoll. Und dieser kleine Monitor, dieses sogenannte DMD, da habe ich einen ganz alten Monitor an 18,5 Zöller genommen. Ein Fuji Siemens, hau mich tot. Die sind noch so rumgestanden, die Monitore. Warum sollte ich mir da neue kaufen? Ja, da steht der Rechner. Das wird so ziemlich das einzige Mal sein, wo ihr das Ding jetzt im Gehäuse seht. Warum? Das Teil kommt auch einzeln in das Kabinett. Das komplette Gehäuse heißt Kabinett. Eingebaut. Und ja, das Kabinett darf man der David bauen. Mhm. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch schnell den Rechner an. Was ich da alles drin habe, was ich habe, und das war es dann eigentlich schon mit dieser Folge. Ihr hört es, ich bin noch nicht so hundertprozentig fit, aber ich muss jetzt einfach unbedingt mal wieder ein Video machen. Und wenn es bloß ein kurzes ist, wenn es bloß das erste Repin-Video ist, ist mir wurscht, aber das muss jetzt unbedingt sein. Ja, schauen wir uns den Rechner an. Also, Mainboard ist ein MSI 1Z97G43 Gaming, direkte Nachfolgerboard von meinem Rechner, was ich unterm Schreibtisch stehen habe. Dann habe ich eine CPU drin, das war glaube ich 4770K, also übertaktbar, läuft jetzt mit 4 GHz.
im Loop, also Grundeinstellung 4 GHz, Maximum, ich glaube 4.2 oder 4.3, irgendwie sowas. Speicher sind geil, von geil, ja, die heißen so, tut mir sorry, 1600er Speicherbänke, 16 GB. Ja, 16 GB. Netzteil ist ein, naja, relativ No-Name. Das war in dem Rechner, in dem Gehäuse drin. Ein paar Sachen habe ich hier natürlich ausgetauscht. Grafikkarte ist meine GeForce GTX 17. Nee, 19. Ach Mann. Ich bin einfach noch nicht fit. Ich hätte es mal echt alles aufschreiben sollen. GTX 1970 overclocked und hau mich tot und was weiß ich. Wenn der Rechner irgendwann mal läuft, werde ich euch das dann nochmal genau zeigen und sagen. Und eine Samsung-Festplatte, hier ist sie, klitzeklein, 1 TB. Ja, dann habe ich noch ein WLAN-Modul drin. Deswegen auch hier oben die Antenne. Das ist da hinten drin hier so eine ganz klitzekleine Speicherkarte. PCI Express Karte. Ja. Und das ganze Zeug wird eben dann zerpflückt, zerrissen, wird einzeln im Gehäuse vom Flipper eingebaut. Kann man das hier so sehen? Dieses Stück hier, wo der USB-Anschluss dran ist und alles, wird rausgeschnitten, das wird auch ins Gehäuse mit eingearbeitet. Ja, so schaut's aus. Tastatur habe ich hier eine Logitech Funktastatur, hier so mit so einem Mauspad, wo man den Mauszeiger rum und umschubsen kann. Ja, das ist im Prinzip jetzt der Rechner, wo das Ganze steuern soll. Die anderen Monitore stehen alle hinten und hier habe ich heute keinen Nerv und keine Kraft, die auch jetzt hier ranzuschleppen. Ich hoffe, ihr versteht es. Ja, der Junior wird sich jetzt dann die heute Abend das Material holen und die Maße und Daten. Das kann ich euch dann kurz noch zeigen und wird dann anfangen mit dem Kabinett, so dass eventuell Ende nächster Woche ja dann die weiteren Baumaßnahmen erfolgen, wo man dann so langsam das Gehäuse mit den elektronischen Bauteilen auffüllen. Ja, gut. Jetzt zeige ich euch aber noch schnell die Pläne, die ich rausgelassen habe. Die sogenannten Kabinettpläne fürs Gehäuse. Alle schon leicht abgeändert. Und ja, eben für die Maße, die wir brauchen. Für den 32 Zoll Bildschirm. Hier wird natürlich wunderbar ein 43 Zöller reinpassen. Aber wäre mir jetzt erst einmal zu groß. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann einmal. Ja, das wäre eben der erste Plan. Moment. Für die komplette Elektronik verkabeln, verdrahten, habe ich hier natürlich auch nochmal einen schönen Plan. Fürs Pin Control 2 vom V-Pin Shop. Und ja, das ganz kleine hier nochmal in groß. Und ich denke, mit diesen Plänen werde ich das doch halbwegs fertig kriegen. Den Flipper
dann irgendwann zusammenzubauen. Und wenn der dann soweit zusammengebaut ist, wird dann der Bambi Plattfuß, das war eben auch der, wo mit dabei war, mit dem Flipper beim Lunser Seminar, der wird dann auch bei mir vorbeikommen und wird das ganze Ding dann soweit installieren, weil ich glaube, dazu habe ich keine Nerven. Tja, dann schauen wir mal, was die Post heute noch bringt. Also insgesamt warte ich noch auf 2 Pakete, dann ist wirklich alles komplett, aber ja, das Ganze dauert jetzt natürlich noch eine Weile, weil vor nächste Woche, bevor ich nicht wirklich 100% wieder fit bin, geht ja mal gar nichts. Auch mit Grillvideos. Oh nee, Leute, ich muss wirklich erst 100%ig gesund sein, um ja wieder mit Lebensmitteln zu hantieren. Vorher, nee, tut mir echt sorry. Und auf Lager hatte ich leider keine Videos mehr. Tja, aber jetzt habt ihr wenigstens ein Weepin-Video gehabt. Also, wem oder wer Interesse an diesen Weepins hat, Videos, einfach unten drunter kommentieren. Like, Daumen, würde mich natürlich freuen. Alle anderen, lasst diese Videos einfach aus. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, okay? Leute, wir sehen uns spätestens, wenn ich wieder fit bin. Tschaikowski.